Hallo und herzlich willkommen. Diesmal sind wir zu Gast hier bei der Firma Autotestgeräte Leitenberger in Kirchentellensfurt. Heute geht es um das Thema Thermomanagement in modernen Fahrzeugen. Wir zeigen euch zum einen, was ihr bei der Reparatur beachten müsst und zum zweiten, wie ihr das Kühlsystem korrekt befüllt. Unterstützt werde ich heute von Manuel Huck. Er arbeitet hier bei der Firma Autotestgeräte Leitenberger. Hallo Manuel, grüß dich. Hallo Pascal. Manuel, sei doch bitte so gut und sag uns kurz, wer ihr seid und was ihr so macht. Wir sind deutscher Hersteller für Mess- und Prüfgeräte für alle namhaften Fahrzeughersteller und den Aftermarkt. Als mittelständisches Unternehmen sind wir seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Vielen Dank, super. Wie angekündigt geht es heute um das Thermomanagement. Oder genauer gesagt, um das Thermomanagement-Modul, so wie es bei modernen Fahrzeugen eingebaut sein kann. Im Speziellen wollen wir euch zeigen, wie ihr das Kühlsystem korrekt entlüftet und befüllen könnt. Hierzu haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Zum einen das Schnittmodell und zum zweiten ein neues Thermomanagement-Modul. Im Hintergrund sehen wir ein Fahrzeug, bei dem ein solches Thermomanagement-Modul verbaut ist. Die ehemals einfache Flüssigkeitskühlung des Verbrennungsmotors ist im Zuge immer komplexer werdender Motoren mit Start-Stopp-Systemen, immer höheren CO2-Auflagen und der Hybridisierung längst einem komplexen Thermomanagement-System für den gesamten Antriebsstrang gewichen. Schaeffler hat 2011 mit dem ersten Thermomanagement-Modul, so wie wir es hier sehen können, einen Meilenstein in der bedarfsgerechten Temperierung für den Antrieb und den Fahrgastraum geleistet. Diese Thermomanagement-Module werden permanent weiterentwickelt, sie werden optimiert und für die modernen Fahrzeuge ständig angepasst. Bei welchen Fahrzeugen werden die denn schon eingebaut? Unter anderem bei Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern mit 1,8 Liter und 2 Liter Turbobenzinmotoren, wie zum Beispiel dem Golf GTI oder auch, wie wir hier sehen, dem VW Tiguan. Und welchen Vorteil bringt das? Im Vergleich zu Kühlsystemen mit klassischem Thermostat wird die Kühlmitteltemperatur um bis zu 30% und das Motoröl um 50% schneller erwärmt. Sprich, die Betriebstemperatur wird schneller erreicht. Das Fahrzeug stößt weniger CO2 aus und der Verschleiß wird reduziert. Zusätzlich haben wir den Vorteil, dass der Fahrgastraum schneller erwärmt wird, sprich wir haben hier einfach einen höheren Komfort. Und wie funktioniert das jetzt? Das schauen wir uns am besten mal gemeinsam an unserem Schnittmodell an. Die Kühlmitteltemperatur kann voll variabel zwischen 80 und 110 Grad geregelt werden. Dafür haben wir zwei miteinander verbundene Drehschieber, die über dieses Stellelement gesteuert werden. Drehschieber 1 ersetzt dabei das klassische Thermostat. Drehschieber 2 stellt einen Null- bzw. Minimalvolumenstrom her, indem es die Kühlmittelpumpe mechanisch vom Modul trennt. Ganz im Sinne des Mechanikers ist bei uns die Pumpe am Modul schon vormontiert. Und so wie es aussieht, kann es ja direkt am Motor montiert werden. Was sind denn die Anschlüsse hier an diesem Modul? Hier siehst du den Zulauf und den Rücklauf vom Kühler. Hier ist der Anschluss zum Ölkühler und hier der Anschluss zum Wärmetauscher im Innenraum. Um den Motor vor Überhitzung zu schützen, ist ein sogenanntes Fail-Safe-Thermostat verbaut. Ab einer vordefinierten Temperatur öffnet es und bleibt ab diesem Zeitpunkt auch dauerhaft geöffnet. Ebenfalls wird dieses Thermostat vom Motorsteuergerät überwacht. Gibt es bei der Demontage oder bei der Montage etwas zu beachten? Ja, und zwar gleich mehrere Sachen. Die Dichtungen sind ausschließlich mit dem vom Fahrzeughersteller freigegebenen Kühlmittel zu benetzen. Bitte niemals Motoröl oder sonstige Schmiermittel verwenden. Die Schraube zum Befestigen des Zahnrades hat ein Linksgewinde. Also denkt bitte schon immer beim Ausbau daran. Es gibt kein vorgeschriebenes Wechselintervall für den Zahnriemen. Und es muss eine bestimmte Anzugsreihenfolge zum Befestigen des Thermomanagement-Moduls beachtet werden. Hierzu gibt es eine Einbauanleitung. Natürlich muss bei solch einem komplexen Bauteil
beim abschließenden Befüllvorgang einiges beachtet werden. Und Manuel, ich glaube, genau hier kommst du jetzt ins Spiel. Was schreibt denn der Fahrzeughersteller für dieses Fahrzeug vor? Also auch beim Befüllen und Entlüften des Kühlsystems hat sich einiges verändert. Das Thermomanagementsystem wird nicht mehr über diese klassische Gießkannenmethode befüllt. Das heißt, Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter füllen und hoffen, dass die Luft aus dem System entweicht, das funktioniert nicht mehr. Wir befüllen über eine Vakuummethode. Wir entziehen dem System seine gesamte Luft und anschließend wird das Kühlsystem schnell, blasenfrei und vollständig befüllt. Das heißt, ich kann mir wirklich sicher sein, dass jetzt keine Luft mehr im System ist? Ja. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt hier am Fahrzeug. Okay, Manuel. Dann nehme ich meine Sachen mal weg, damit du Platz hast, um die nächsten Arbeitsschritte zu zeigen. Nun benötige ich den richtigen Adapter für den Ausgleichsbehälter. Jetzt schließen wir das Befüllgerät an. Das Grundgerät wird am Adapter angekuppelt. Am Grundgerät beide Ventile werden geschlossen. Der Befüllschlauch wird mit dem Befüllkanister verbunden. Und die Venturi-Düse wird angeschlossen. Den Abluftschlauch der Venturi-Düse führen wir in einen geeigneten Behälter. Falls hier geringe Flüssigkeitsmengen mit der Luft mitgezogen werden. Alternativ kann hier auch ein Drainagebehälter verwendet werden. Nun benötigen wir einen geeigneten Fahrzeugdiagnosetester, um die Funktion Befüllen und Entlüften zu aktivieren. Alles klar, Manuel. Ich hole den Diagnosetester und schalte schon mal die Zündung ein. Zündung ist eingeschaltet, Manuel. Funktion jetzt aktiviert. Dann kann ich jetzt den Druckluftschlauch anschließen. Ventile vorsichtig und langsam öffnen und den Schlauch, der vom Kanister kommt, vorbefüllen. Wenn der Schlauch vorbefüllt ist, Ventil schließen. Kühlsystem entlüften, gut zu erkennen an den zusammengezogenen Schläuchen. Sobald der Zeiger im grünen Bereich ist, können wir das Ventil 2 schließen. Venturi-Düse kann jetzt entfernt werden. Jetzt müssen wir noch circa eine Minute warten und schauen, dass das Vakuum auf seinem Niveau gehalten wird. Also eine zusätzliche Dichtigkeitsprüfung. Okay, Manuel, ich sehe gerade, der Zeiger des Vakuometers befindet sich im grünen Bereich. Was hat es denn mit dem blauen Bereich auf sich? Bei einigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel bei Hybridfahrzeugen, reicht das Vakuum, das die Venturi-Düse erzeugt, also der grüne Bereich, nicht aus. Hier wird eine elektrische Vakuumpumpe benötigt, die ein stärkeres und höheres Vakuum erzeugt. Gleich öffne ich das Ventil und wir sehen, dass sich das Kühlsystem selbstständig befüllt. So, das Kühlsystem ist vollständig befüllt. Jetzt kann man das Befüllgerät demontieren. Es muss nur noch der Füllstand im Ausgleichsbehälter geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Okay, dann kann ich schon mal die Kühlsystem-Entlüftungsfunktion deaktivieren und die Zündung ausschalten gehen. Okay, Manuel, die Zündung habe ich jetzt ausgeschaltet. Du hast recht, das funktioniert super schnell. So ein, zwei Fragen habe ich da aber schon noch. Können die Kühlmittelschläuche beim Entlüftungsvorgang beschädigt werden? Nein, den Schläuchen macht das nichts aus. Okay, und kann ich dieses Befüllgerät auch für andere Fahrzeughersteller verwenden? Ja, das Befüllgerät ist universell einsetzbar. Du brauchst lediglich den passenden Adapter für den Ausgleichsbehälter. Okay. Du siehst also, dass das Entlüften und Befüllen des Kühlsystems sehr einfach und zuverlässig funktionieren kann. Luft im System wiederum kann zu Problemen führen und die Luft,
geht auch oftmals im Fahrbetrieb nicht von alleine raus. Vielen Dank, Manuel. Und auch nochmal vielen Dank an die Firma Autotestgeräte Leidenberger, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Gerne. Für weitere Informationen, wie zum Beispiel Reparaturanleitungen, Serviceinformationen, Filme oder das passende Werkzeug, besucht unser RepExpert-Portal oder eine unserer technischen Schulungen. Das war's für heute hier aus Kirchentellinsfurt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.